hat es auch immer nur so ein, für ein Lager eine Einheit. Und da seht ihr auch immer, wie viele Einheiten es sind. Und es kostet auch kein Elixier. Also es ist schon einiges anders, auf jeden Fall. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um das neue Clash of Clans Update. Das ist ja ziemlich groß geworden und ich dachte mir, wir schauen uns einfach mal alle Änderungen an, alle neuen Truppen, alle neuen Gebäude, das ganze neue Dorf und so weiter. Und ich fasse das einfach mal für euch zusammen und zeige euch ein bisschen was. Also, was ich gerade noch sagen wollte, ich habe gestern im Crown Championship ziemlich abgeräumt, bin sehr, sehr weit gekommen. Dazu kommt morgen ein Turnier, ein Video. Ich war unter anderem auch kurz im Trimix Stream sogar zu sehen. Dazu auf jeden Fall morgen. Die erste Änderung ist, dass man zum anderen eine Mine mehr hat, eine Goldmine und eine Elixierpumpe auf dem normalen Dorf. Und wenn man auf die, wenn man auf das Elixier drückt oder auf das Gold drückt, wird jetzt immer der komplette Rohstoff eingesammelt. Jetzt geht es, ich muss nur einmal draufdrücken und alle Rohstoffe werden eingesammelt. Eine weitere Änderung ist, dass man jetzt hier die Kanone und den Bogenschützenturm weiterentwickeln kann. Den Bogenschützenturm, den kann ich jetzt hier leider noch nicht weiterentwickeln, weil ich ihn erst noch nicht auf Level 10 habe. Wenn man darauf weiterentwickeln drückt, das kostet dann irgendwie 1,5 Millionen Gold oder so, dann könnt ihr den, glaube ich, auf hoch oder tief stellen. Dann macht er, glaube ich, irgendwie mehr oder weniger Schaden. Aber interessanter ist auf jeden Fall bei der Kanone. Die könnt ihr nämlich zu einer speziellen Doppelkanone weiterentwickeln. Und dann macht die auch, glaube ich, doppelt so viel Schaden, aber halt auch ein bisschen niedrigere Reichweite. Das ist also ähnlich wie beim Bogenschützenturm. Den könnt ihr dann auch ein bisschen niedriger stellen. Dann macht er dann auch mehr Schaden. Ganz neu ist jetzt, wir sammeln hier gerade mal die Beute ein. Wir haben ein komplett neues Dorf. Ein komplett neues Dorf mit unabhängigen neuen Trophäen, mit unabhängigen neuen Rohstoffen. Gut, das Gold sieht da ein bisschen anders aus. Das ist halt einfach anderes Gold und anderes Elixier. Und mit unabhängigen neuen Fähigkeiten. Wir haben hier ganz normale Elixierpumpe und so weiter. Wir haben neue Truppen. Wir haben einen Bogenschützenturm. Wir haben auch hier schon die neue Doppelkanone. Wir haben viele neue defensive Gebäude. Wir haben eine neue Kampfmaschine. Die kann man aber erst ab Meisterhütte 5 freischalten. Die können wir uns aber gerade schon mal anschauen. Wir wollen gerade mal nämlich auf die, können wir das machen, genau, auf die Top-Global-Spieler können wir gerade mal gehen, genau. Da besuchen wir den doch gerade mal. Können wir nämlich schon mal schauen, wie das so aussieht später. Und dann sehen wir hier zum Beispiel auch schon mal den Uhrenturm, der hat uns sogar schon auf Level 5. Dieser Uhrenturm, den könnt ihr dann später aufbauen, der verschnellert dann die Bauten. Hier um 14 Minuten, wenn ihr ihn auf Level 5 habt, aber das dauert wahrscheinlich noch. Der wird ziemlich reingepayt haben, denke ich. Dann gibt es eine neue Juwelenmine. Die macht jetzt hier auf Level 5 immerhin 3 Juwelen pro Tag. Ist nicht viel, aber ist halt mal ganz originell, muss man doch sagen. Doppelkanone habe ich schon gezeigt, genau. Und hier ist die neue Kampfmaschine, die ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Da sitzt so ein Mann drin. Jetzt klingelt hier das Telefon, das muss ich ganz kurz mal. So, bester Moment gerade. Die Frau hat sich einfach erwählt am Telefon. Hatte ich jetzt auch noch nicht so. Egal, das Video geht weiter. Also hier wollten wir gerade die Kampfmaschine sehen, die ist jetzt hier auch schon auf Level 5. Ihr seht schon mal 3900 Trefferpunkte. Ist so eine Art neuer Held. Hat 135 Schaden pro Sekunde, hat 16 Geschwindigkeit, ist also auch ziemlich schnell. Und hat halt auch diese Spezialfähigkeit mit Schadenanstieg und Trefferpunkte auffüllen. Und dauert dann 14 Sekunden, wenn es aufgeladen wird. Gibt es auch hier den neuen Multimörser, der kann dann auch wahrscheinlich mehrere Ziele auf einmal anvisieren. Den Bogenschützenturm könnt ihr halt hoch und runter stellen, das kann ich euch auch nochmal gleich zeigen. Gibt auf jeden Fall ganz viele neue Gebäude, den Wachposten, ich kann euch noch nicht alles genau erklären. Und auf jeden Fall mal zurück zu meiner Base gehen. Gibt ein neues Kampfsystem, das geht jetzt 1 gegen 1. Wer den besseren Angriff, hier können wir jetzt kurz mal schauen, hier, wer den besseren Angriff mit mehr Prozent holt, der gewinnt das Ganze auch. Wir wollen uns gerade nochmal die restlichen Gebäude noch so ansehen. Wir können hier nochmal in die Verteidigung gehen. Und wir sehen jetzt hier noch einen verborgenen Tesla, den kennen wir schon, ein Zerschmetterer. Der plättet die Bogentruppen so, indem er irgendwie so runtergeht. Ich weiß auch nicht genau. Kracher ist so eine Art Luftabwehr, die Mine ist wahrscheinlich einfach so eine Bombe, denke ich mal. Wachposten haben wir vorhin schon gesehen. Das sind Verteidigungstruppen, genau. Ah, das ist, du kannst jetzt eigene Verteidigungstruppen da reinschicken. Die laufen dann auf der Base rum. Ähnlich wie Clan-Truppen bisher. Megamine ist einfach eine große Bombe, denke ich, die Megamine. Der Brust hört sich auch interessant an. Der ist aber noch gar nicht verfügbar. Die Riesenkanone wird auch bald verfügbar sein. Und es gibt auch bald einen neuen Mega-Tesla. Auf jeden Fall ziemlich viel Neues auf einmal. Was ich noch nicht genau weiß, ist diese Barbarenstatue. Die kann ich jetzt auch bald mal machen. Das werde ich bald wissen. Ah, die kann ich entfernen. Okay, die scheint einfach nur groß zu sein. Auf jeden Fall werden wir gleich mal ein Live-Fight machen. Wir wollen uns gerade noch die neuen Truppen ansehen. Man kann den natürlich auch hier verbessern. Und zwar kann man mit den Verbesserungen dann auch jede einzelne neue Einheit hat eine Spezialfähigkeit. Zum Beispiel hier dieser Haut-Rauf-Riese, der neue. Das ist eigentlich schon ein Riese, der ein bisschen aggressiver ist. Der hat die Fähigkeit, der macht bei dem ersten Schlag jetzt hier, wenn ich diese Spezialfähigkeit freischalten würde.
kann jetzt ganz gerade nicht weiterklicken. Doch, da unten steht es nämlich genau. Da verursacht der erste Schlag dann der Spezialfähigkeit 250% Schaden, zum Beispiel. Dann gibt es noch weitere Fähigkeiten, zum Beispiel hier haben wir die Schleichschützen. Die sind die ersten 3 Sekunden nicht unsichtbar, also nicht sichtbar für die Türme. Die Wutbarbaren, das sind eigentlich ganz normale Barbaren, die halt die ersten 3 Sekunden noch einen Rage-Effekt haben. Gibt es noch ganz andere Sachen, wie hier zum Beispiel den Mutanten-Lakai, der ist neu. Greift aus der Ferne an, ist halt einfach ein Lakai, der ein bisschen anders aussieht, ganz ehrlich. Wir haben auf jeden Fall halt alle Spezialfähigkeiten noch, das ist halt das neue Interessante. Dann der Bombenwerfer. Das Drachenbaby gibt es auch hier drin, okay. Dann gibt es eine rollende Kanone, wie auch nochmal draufklicken, hier sieht hier so aus, die Kanonenkarre. Die Nachthexe gibt es jetzt auch, die Nachthexe gibt es auf jeden Fall auch. Dann haben wir den Skelettballon, randvoll mit Knochen statt Bomben. Die springen direkt ins gegnerische Dorf, interessant. Und dann haben wir diesen Packer, der Super-Packer. Das ist eine Art Mega-Packer, interessant. Wie man in meinem Clash Royale ankündigen wollte, aber nie durchgeführt hat. An der Stelle will ich gerade mal austauschen, wir wollen hier gerade mal den neuen Haut-Drauf-Riesen ausbilden. Und dann wollen wir gleich noch einen Live-Angriff machen, dann kann ich euch gleich mal das Kampfprinzip nochmal zeigen. Den Bogenschützenturm könnt ihr auch hoch und runter stellen, habe ich ja schon erklärt. Dann macht er entweder doppelt so viel Schaden oder halb so viel Schaden. Also hier macht er halb so viel Schaden, hat aber dafür die doppelte Reichweite. Und hier macht er doppelt so viel Schaden, hat aber dafür nur die halbe Reichweite. Bei mir macht jetzt am Anfang die halbe Reichweite mehr Sinn, weil einfach die Base so klein ist noch. Und dann könnt ihr auf jeden Fall gleich einen Live-Hack machen. Und das Prinzip, wie ihr an die Ressourcen kommt, ihr könnt keine Ressourcen mehr aus Angriffen direkt erbeuten. Da kommt schon der erste Haut-Drauf-Riese raus. Ihr könnt die Ressourcen jetzt nur noch so erbeuten über Duellbelohnung. Die Duellbelohnung kriegt ihr einmal täglich, wie der Sternebonus in eurer normalen Base. Ihr kriegt dann für jeden Sieg 20.000, also in meiner Liga aktuell, umso höher ihr für den Pokalen seid. Ich bin jetzt bei 300 plus, da kriege ich 20.000 Gold und 20.000 Elixier pro Angriff. Und wenn ihr dann die 3 Siege zusammen habt, kriegt ihr 35.000 Gold und 35.000 Elixier. Das ist eigentlich das Einzige, womit man richtig vorankommt. Nämlich, ich finde, so viele Ressourcen machen die Pumpen jetzt noch nicht bei mir. Okay, ich kann jetzt zumindest mal den Elixiersammler eins hoch verbessern, aber das hilft uns auch schon mal. Okay, der Haut-Drauf-Riese ist fertig. Das sind jetzt nur 2 Einheiten. Wenn man den Haut-Drauf-Riesen noch ein bisschen verbessern würde, auf Level 3, dann wären es, glaube ich, auch 3 oder 4 Haut-Drauf-Riesen. Am Anfang habe ich zum Beispiel auch nur 2 Leute. Am Anfang hatte ich 4 Bogenschützen, dann sind es auch zu 6 Bogenschützen geworden. Und wenn hier jetzt auch ausbilden geht, dann hat es auch immer nur so für ein Lager eine Einheit. Und da seht ihr auch immer, wie viele Einheiten es sind. Und es kostet auch kein Elixier. Also es ist schon einiges anders auf jeden Fall. Und ich würde einfach mal sagen, wir machen jetzt mal einen Live-Hack mit den Haut-Drauf-Riesen. Das ist mein erster Angriff mit den Haut-Drauf-Riesen. Die sind ziemlich gut auf jeden Fall, was ich so gesehen habe. Und ich glaube, die Base, die wir jetzt hier sehen, ist auch ziemlich machbar. Da würde ich fast sagen, dass wir jetzt hier mal mit den beiden Haut-Drauf-Riesen hier drauf gehen. Okay, das war schon mal stark. Jetzt hat er hier auf jeden Fall schon mal den Bogenschützenturm gehabt, diese Rückstoßfalle gehabt. Jetzt, ihr habt schon mal gesehen, wie die schön zurückschleudert. Ah ja, richtig, die Haut-Drauf-Riesen gehen nur auf defensive Gebäude. Und jetzt seht ihr schon mal, wie stark die Doppelkanone sein kann, wie viel Schaden die macht. Aber die Haut-Drauf-Riesen, die sind einfach so OP. Ich verstehe auch gar nicht, warum die so OP sein müssen. Also seht es euch an. Die Haut-Drauf-Riesen hätten im Alleingang die Base zerstört. Im Alleingang, die sind so OP einfach. Und jetzt kriegen wir auf jeden Fall hier die 100% hin. Und ich hoffe jetzt, dass der Gegner keine 100% hat. Dann hätten wir nämlich den Fight auch gewonnen. Und dann würden wir in den Pokalen aufsteigen. Aber kriegen leider keine Belohnung, weil ihr seht ja, die Beute gibt es halt erst in 11 Stunden 55 Minuten. Der Gegner das schon 75% zerstört. Ja, wenn er auch 100% holt, dann hat keiner halt gewonnen. Weil beide das gleiche geholt haben. Das ist auf jeden Fall ein bisschen schade immer, okay. Und wir haben, ja, schade. Der Gegner hat diesen neuen Mutantenlakaien angegriffen. Die wollen wir uns gerade auch nochmal ansehen. Die Mutantenlakaien. Er ist auch schön auf meine Rückschussfalle gegangen, aber jetzt haben wir halt wieder die Riesen zugehauen. Ja, da oben sehen wir die Mutantenlakaien. Aber was für eine Spezialfähigkeit die haben, weiß mir jetzt auch noch nicht. Wir sehen halt nur, dass sie fliegen. Dadurch habe ich halt auch überhaupt keine Chance. Ja, also am Anfang ist wahrscheinlich das Ganze noch nicht so ganz interessant, weil ich sehe da, ich habe ja hier keine Chance. Diese Haut-Drauf-Riesen sind gerade viel zu OP. Die Mutanten-Lakaien sind auf jeden Fall auch ein bisschen zu stark, wenn man keine Air-Defense hat. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall noch zum letzten Punkt. Kann jetzt damit Clash of Clans für mich mit Clash Royale mithalten? Das ist die große Frage. Ist Clash of Clans jetzt wirklich fähig, Clash Royale zu übertrumpfen? Also, für mich ist weiterhin Clash Royale die klare Nummer 1, ganz einfach auch aus dem Grund, weil mir Clash Royale einfach schon immer mehr Spaß gemacht hat und mir der Battle-Modus in Clash Royale einfach viel besser gefällt. Clash of Clans hat es auf jeden Fall geschafft, was sehr Interessantes reinzubringen. Es geht jetzt mehr Richtung direkte Duelle und mehr Richtung auch ein bisschen, man kann jetzt
mehr Richtung E-Sports gehen. Man hat jetzt direkte Duelle zwischen zwei echten Gegnern. Man spielt es praktisch nicht mehr gegen eine computergesteuerte Base. Das gefällt mir deutlich besser. Man spielt es praktisch direkt im direkten 1 gegen 1 Duell gegen den Gegner. Dort hat man auf jeden Fall eine deutlich höhere Motivation. Aber was mir halt überhaupt nicht gefällt, man hat es halt einfach irgendwie ein zweites Spiel erhalten. Diese Dörfer, die sind wirklich völlig abgetrennt voneinander. Ihr seht es da hier, man muss einfach auf das Shift drücken, kann hier switchen. Die sind völlig abgetrennt voneinander und dadurch hat man halt einfach noch einen weiteren Game-Modus erhalten, der das Ganze interessanter macht. Aber allgemein bleibt es halt das gleiche Spiel. Und ich denke, das wird leider ziemlich schnell langweilig werden. Die nächsten Wochen werden sehr geil werden. Ich werde auch noch ein bisschen was dazu bringen, ziemlich klar. Die ganzen neuen Einheiten werden noch rauskommen, klar. Die werden wir alle freischalten langsam. Wir können die Kampfmaschine ausprobieren, die Juwelenmine aufbauen und so weiter und so fort. Wir werden auf jeden Fall ziemlich Spaß haben. Man kann eine neue Base aufbauen, das macht immer Spaß am Anfang. Aber irgendwann, wenn halt alles aufgebaut ist, das wird nicht so lange dauern, denke ich. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Der 1 gegen 1 Modus ist vielleicht auch noch ganz interessant. Wie spannend das wird, weiß ich noch nicht. Aber ich denke, so richtig krass ist es jetzt nicht. Ganz ehrlich, ist es jetzt nicht. Weil einfach irgendwann wird es langweilig werden. Es ist einfach Clash of Clans 2.0. Eine neue Base im gleichen Stil praktisch, die ein bisschen besser gemacht ist, halt einfach. Aber groß verändert ist es nicht, groß verändert ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine gute Änderung, die auf jeden Fall mehr Spielspaß bringt. Aber mit Clash Royale kann das von meiner Sicht aus auf jeden Fall nicht mithalten. Ja, was seid ihr zu dem Update? Ihr könnt auf jeden Fall noch eure Meinung reinschreiben. Morgen kommt auf jeden Fall das dann zum Crown Championship, wo ich den Erfolg gelandet habe. Und ich bin damit raus, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.